Was geht ab? Willkommen zu einer Aufnahme. Und heute spielen wir wieder Shakes and Fidget. Ich habe schon mein Farm-Equipment an. Und wir wollen schauen, wie viel Gold rumkommt beim Gold-Event. Und ich habe noch locker 150 Etagen Wirbelsturm offen. Ich habe mal geschaut, der Graugul, die Bremse ist glaube ich bei 468 oder so. Schaffe ich nicht. Aber bis dahin sollte ich, denke ich mal, alles abschlachten können. Und demnach werden wir jetzt mal ein bisschen Alu zocken. Und ich werde etwas euch erzählen über den neuen Server, der jetzt rauskommt. W53 müsste das sein. Wo ich mit meinem geschätzten Kollegen Xio in einer Gilde bin. Und wir werden uns Free-to-Play auf diesem Server bewegen. Und ich denke mal, das sollte ein ganz interessantes Projekt werden. Ich werde auf jeden Fall durchziehen bis zum Ende. Also Ende wird es wahrscheinlich eh nicht geben. Aber ich habe da richtig Lust drauf. Da habe ich drei Charaktere, die ich zocke. Was auf jeden Fall schon eine Menge ist, meiner Meinung nach. Aber da der eine eh Free-to-Play ist, werde ich da auch nicht ganz so viel Zeit reinstecken müssen. Außer halt am Anfang, ist ja klar. Und dann halt alle 10 Minuten muss dann der Angriff gemacht werden in der Arena, weil wir ja keine Pilze ausgeben können. Und wir brauchen ja was fürs Sammelalbum. Und deshalb muss ich mich da ein bisschen auf die 10 Minuten immer einstellen, dass ich da auch immer wirklich im Account drin bin. Aber ich denke mal, es wird ein ganz interessantes Projekt werden, wo wir auch viel Spaß haben, kann ich mir gut vorstellen. Und auch die Vergleiche, wer halt am effizientesten spielt und so weiter und so fort. Wenn ihr euch das Video jetzt noch vor Serverstart anschaut, dann könnt ihr sehr gerne unserer Gilde beitreten. Requirements sind im Grunde genommen einfach nur, dass ihr Free-to-Play unterwegs seid. Ihr könnt euch dieses 5-Euro-Paket am Anfang kaufen. Das würde ich euch sogar sehr ans Herz legen. Da bekommt ihr wirklich einen sehr guten Value raus. Der gute Xio hat auch nochmal ein Video zu dem Serverstart gemacht, was man da beachten sollte, wie das alles so funktioniert. Und falls euch das anspricht, könnt ihr euch das auch gerne mal anschauen. Da sind wirklich sehr gute Tipps dabei, die auch selbst mir helfen, teilweise noch. Weil ich spiele es ja auch. Ich spiele schon lange das Spiel, aber ich habe selten Serverstarts gemacht. Deshalb, ja, ist da auch immer noch ein paar, sind da noch ein paar Informationen drin, die ich noch nicht wusste. Und demnach auch interessant für mich sind. So, wir spielen natürlich auf Gold, am Gold-Event. Habe ich immer so gemacht, weil mir die Stat-Punkte sehr wichtig sind. Und die Level eher nicht so. Level kommen ja mit der Zeit. Und mein Ziel, ich habe ja gar nicht werden, ich glaube, dieses Jahr hatte ich ja gar kein Video gemacht. Könnt ihr mal das Ziel von diesem Jahr quasi ein bisschen darlegen. Ich habe das Ziel, mindestens in die Top 20 zu kommen und vielleicht sogar in die Top 10. Ich vermute mal, dass sehr viele aufhören werden und auch im Schwerpunkt hier die Gilde Shakes and Twitches wird, ist wahrscheinlich zerbrechen. Kann ich mir gut vorstellen. Zum Beispiel er hier, er hat schon lange nicht mehr gespielt. Und ja, wir werden das wahrscheinlich fusionieren, weil bei uns hören jetzt auch schon ein paar Spieler auf. Der ist schon raus wieder. Ja gut, wir haben schon wieder erneuert. Nee, der war letztens wieder online. Ah ja, war zum Beispiel jetzt 6 Tage nicht da gewesen. Und das ist natürlich auch scheiße. Ja, ich hatte jetzt auch gar nicht zum Legi-Dungeon Videos gemacht. Ich habe mich natürlich vollkommen legendär ausgerüstet, habe auch jetzt mittlerweile alle Steine drin. Und ja, ich werde jetzt mich auch nur noch zu den League Dungeons equippen. Das heißt, der nächste ist ja dann im, beziehungsweise zu Ostern, wo ich dann mich neu ausrüsten werde und da wieder ein paar Level mache. Ich habe mir so gedacht, ich gehe das Ganze hier ganz entspannt an, komme über Longtime, weil alles andere macht sowieso keinen Sinn. Muss ja nicht jetzt übelst rushen und dann jetzt schon hier oben mitspielen, das dauert noch. Im Vergleich zu den anderen Kriegern, ich bin schon relativ gut mittlerweile geworden. Ich würde sagen, also Walk ist auf jeden Fall besser, die Toni auf jeden Fall auch noch. Freaky werde ich über die Zeit überholen, da seine Gilde nicht ganz so gut ist wie meine. Auch hier im Schwerpunkt die Ritterhallenpunkte sind wir halt sehr viel besser. Demnach werde ich da vorbeiziehen, über die Zeit dauert noch. Und auch vor allem hier Dämonenportal wird dauern und auch Gildenpad. Demnach, ja, wird das Ganze sich noch ein bisschen weiterziehen. Also wie gesagt, ich hoffe mal so in die Top 20 reinzukommen. Vielleicht auch Top 10, wobei in Top 10 schon relativ krasse Spieler dabei sind. Zum Beispiel hier, wie gesagt, der Xio ist derzeit noch in Shakes and Twitches.
Ich war ja auch in Shakes und Twitchit, aber das war mir dann zu blöd. Habe ich ja auch schon ein Video dazu gemacht, weil da überhaupt keine Aktivität mehr war. Jedenfalls in meinem Gefühl. Leute haben sich nicht angemeldet zu Raids. Und das finde ich sollte das Mindeste sein, was man macht, sich wenigstens zu Raids anmelden. Aber nun gut, so sei es dann. Jetzt bin ich ja sehr glücklich in der Legion und würde diese Gilde auch niemals verlassen. Logischerweise. Ja, genau. Dann weitere Ziele dieses Jahr sind auf jeden Fall alle Pets freischalten. Bin ich ja jetzt auch mittlerweile gestern habe ich das letzte Pet gefunden. Also das letzte von den großen. Dürfte, denke ich mal, alles funktionieren. Das wird. Ja, eigentlich dürfte alles funktionieren. Ist ja nicht so schwierig, teilweise hier die Sachen zu erledigen. Das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall schaffen. Die normalen Pets werde ich schaffen. Eselstermine 20. Denke ich mal, schaffe ich auch. Bin jetzt auf Stufe 15 und geht auf 16, danach gleich auf 17. Und ich habe immer genug Zeit, da ich hier nichts skippe, um die Ressourcen zu farmen. Und ja, wenn mal wieder ein Festungsevent ist, dann kriegt man auch wieder ganz viele Ressourcen. Ich muss sagen, ich habe recht wenige Seelen bekommen, aber das ist nicht so schlimm, weil ich im Legi Dungeon richtig abgeräumt habe, was die Seelen angeht. Da hatte ich wirklich, habe ich mich wirklich gut gepusht. 14 geht's jetzt und danach kann ich, denke ich mal, auch schon 15 ziehen, bin ich da schon mal fertig und werde den Extraktor und alles noch hochbringen. Oh, 2 Millionen Seelen kriege ich schon. Ich hoffe, die nächsten Tage fallen ein bisschen ergiebiger aus. Aber wenn nicht, dann halt nicht. So. Den Stein kann ich vielleicht noch irgendwo austauschen. 304, jawohl, sehr gut. Alles klar, habe ich das erledigt. Dann bin ich hier schon mal soweit fertig. Stadtwache reingehauen. Wir switchen Equipment. Und ja, und verskillen jetzt nochmal. Ich bin so mittlerweile auf 10 Millionen Skillpunkte, beziehungsweise 10 Millionen Gold pro Skillpunkt. Ist auch recht nice. Und das Schöne ist, wir haben ja nicht nur den Server, wir haben ja auch noch ihn hier. Ihmchen hier. Und da habe ich noch gar keine Wirbelsturm gespielt. Hier spiele ich auch wirklich ganz entspannt. Ich habe auch Märchentor noch nicht weitergemacht. Da kriege ich, da ist noch der Marquard dran. Also hier ist auf jeden Fall noch viel Platz nach oben. Ich habe auch hier Equipment. Könnte ich jetzt rein theoretisch mal austauschen. Aber werden wir sehen. Also ja, ich bin jetzt auch hier nicht wirklich stark dabei, bin ich ja auf Platz 700. Wie gesagt, ich spiele ja wirklich pilzsparend. Und ich mache halt immer meine Alu, meine ganzen Sachen am Tag. Aber sonst halt auch nicht viel mehr. Sehe ich auch gar nicht ein. Ich habe jetzt hier meinen starken Server, auf dem ich hier viel spiele und viel mache. Deswegen, ja. Gut, kommen wir jetzt zum interessanten Teil. Und zwar, wie viel Wirbelwindtaschen ich schaffen werde. Bin ich mal gespannt. Ich schätze, auf jeden Fall bis zum Graugol werde ich kommen. Und das sollte definitiv drinne sein und auch vor allem von den Gegenständen her. Agibis, boah, gib die schon. Warte mal. Siehst du immer nicht. Oh, jawohl. Geil. Das ist satisfying. Da kann man ja nichts sagen. Und noch ein Epic bekommen. Das kann ich gleich. Werde ich. Oh, das ist schon relativ stark. Achso, nee, ich habe auch falsches Ding. Ja, plus zwei, mein Gott. Werde ich, denke ich mal, auch. Irgendwas noch von den Sachen hier zerlegen, damit ich auch das hier noch habe. Epic spielen sowieso nicht. Oh, okay, was denn? Achso. Ja, gut. Man natürlich. Braucht man sich nicht zu wundern, wenn man noch das falsche Equipment anhat. So, mal schauen, was so geht. Wie gesagt, Graugul, über 400 komme ich auf jeden Fall. Werde auch nochmal gut Level machen. Die ich jetzt die letzten Wochen, Monate nicht gemacht habe. Aber es lohnt sich halt einfach, das jetzt durchzuziehen. Aufgrund von diesem Event. Ich wollte eigentlich bis zu. Ich dachte, ich müsste jetzt bis zum ja, normalen Event warten. Das ist ja immer an Halloween. Aber das freut mich natürlich, dass ich jetzt schon abräumen kann. Ich habe gerade zweimal dasselbe Schild bekommen. Das wird alles verschrottet. Brauche ich nicht. Es gibt alles gut Geld. Demnach werde ich da auch nicht viel behalten. Weil die Skillpunkte sind mir einfach wichtiger als jetzt ein Schild zu haben. Das macht den Braten auch nicht gerade dick. So. Es gibt auf jeden Fall auch, wie gesagt, gut Level. Ich schätze mal, ich komme noch ein Level auf jeden Fall nach oben. Was natürlich äußerst nice ist. So, was habe ich jetzt hier? Schon mal plus 11. Also jetzt gehen die Dinger schon richtig ab. Ach, kann auch weggeschmissen werden. Gibt 10 Millionen.
beziehungsweise 20 in dem Falle. So. Also zum Grauguhl sollte ich hier mindestens durchkommen. Aber wie gesagt, den Grauguhl schaffe ich ja gar nicht. Ich kriege auch gut Epics rein. Das ist erfreulich. Leider geben die noch nicht die 10. Die geben manchmal ein bisschen weniger als 10 Millionen. Aber das ist kein Problem. Weil ich werde dann auch wieder bis zum nächsten Hexen-Event sparen. Den Wirbelsturm. Weil im Grunde genommen ist der halt auch nur gut für die Items, die man da bekommt. Da kriegt man auch viele Skillpunkte gut geschrieben. Ich weiß gar nicht. Ich schätze mal, ich komme auf 1 Milliarde, sollte ich vielleicht kommen. Ist auch scheiße, weil ich gar nicht so viele Pilze ausgeben will mehr auf dem Server. Aber ich werde, denke ich mal, jetzt noch Ende des Monats werde ich schon mal für einen Huni oder für einen Fuffi aufladen. Okay, nice. Und dann wird nochmal ein bisschen weitergespielt. Guck mal, schon wieder 20 Millionen. Es lohnt sich halt richtig, die reinzuschmeißen. Du kriegst halt trotzdem noch genug Epics, das ist das Geile. Deswegen, ja, 42 läuft. Ist auch blöd, dass man ja keine Sammelbucheinträge bekommt. Das wäre natürlich relativ OP auch, fairerweise. Trotzdem, ja, auch auf der anderen Seite cool, vor allem auch für den Free-to-Play-Server, wo man nicht so viel, nicht so schnell hochkommt. Aber naja, gut. So, weiter geht's. Mein Limit, ach, ich weiß halt nicht, wie weit es noch geht. Es könnte jetzt auch halt schon hier an diesem Pullrad-Beschluss sein, aber ich denke mal, der sollte auf jeden Fall noch drin sein. Es sind halt teilweise solche Bremsen. Ah gut, aber 11 Millionen. Ich kann auch gar nicht so dolle ballern, weil ich habe gestern meine dritte Impfung bekommen. Und da tut mein Arm noch ein bisschen weh. Ah, ich glaube, jetzt dünnt sich das Ganze aus. Was geht noch? Ah, jetzt wird es auch schon kritisch. Sumpfghoul, das ist nämlich der Grauguhl. Aber 450, ich denke mal, das ist eine gute Zahl, um zu enden. So, haben wir nochmal ordentlich was gemacht. Haben noch 12 Minuten geht jetzt erst das Video. Ja gut, dann können wir noch auf den anderen Server gehen. So, haben wir nochmal richtig viel gut gemacht, das freut mich. Mal jeweils 60 Skillpunkte. Ich gehe mal, achso, ist schon weiter oben drüber. Sehr gut. Wow, hat sich doch gelohnt. Ich glaube, nochmal 3 Level aufgestiegen. Ordentlich Gold gemacht. Sehr schön. 53. Ich gucke immer meinen Vergleich. Ist immer er hier, Rick Morty. Bin ich noch weit voraus. Weit voraus. Schauen wir mal die anderen Leute an. Ich bin auf jeden Fall der viertbeste Krieger auf dem Server. Ich weiß gar nicht, Andro ist jetzt auch relativ weit hinter mir. Ja, auch weil er den Legendären schon nicht so gespielt hat. So, die Toni ist sehr weit über mir. 7-7. Ich frage mich immer, wo die Setpunkte herkommen. Das ist übel. Freaky habe ich sogar jetzt auch überholt von Setpunkten. Aber ich glaube, der spielt heute noch. Deswegen kann man auch noch keine richtige Aussage zu treffen. Gut. Haben wir jetzt hier. Und dann machen wir hier noch. Ich habe übrigens immer noch nicht die Hydra bekommen. Ich habe es einmal versucht und dann hat dann keiner mehr angegriffen. Und dann, ja, egal. So, gehen wir jetzt auf diesen Server. Hier ist auf jeden Fall einiges offen. Einiges offen. Ach nee. Ha, geht ja gar nicht. Stimmt. Wir haben nicht mal alle Schriftrollen. Ah, das war auch glaube ich das Problem beim letzten Mal. Beim anderen Server. Ja gut, dann ist dem so. Dann bin ich jetzt auch hier an der Stelle fertig mit dem Video. Wie gesagt, heute W53. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Die Videos verlinke ich alle in der Bio. In der Beschreibung. Könnt ihr da mal vorbeischauen bei meinem guten Xio und auch mal ein Abo dalassen. Er macht sehr gute Videos, meiner Meinung nach. Und ist auch sehr sympathisch. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und viel Erfolg beim Gold-Event.